Hallo liebe Taktikfreunde, Thema in diesem Video ist der Spielaufbau aus der 4-2-3-1-Formation gegen einen Gegner, der in einem 4-3-3 gegen uns spielt. Coaching-Team ist die rote Mannschaft. Wie wir erkennen können, haben wir in dieser Situation Gleichzahl im Zentrum. Wir haben unsere 2 Sechser und 10er gegen die 3 zentralen Spieler, die 2 Achter und den Sechser des Gegners. Wir haben je nach Trainerphilosophie vielleicht mit unseren 2 Innenverteidigern hier 3 offensive Spieler gegen uns, je nachdem wie der Gegner oder der Trainer des Gegners sich das vorstellt, das Pressingmuster, ob er sagt, dass die Flügelspieler hier Druck ausüben sollen auf den Innenverteidiger, dass man mit dem zentralen Stürmer hier so ein bisschen den Spielaufbau ins Zentrum lenkt, oder ob man sagt, der Flügelspieler soll hier sich um den Außenverteidiger kümmern und vielleicht dann halt hier die zentralen Spieler nach vorne kommen. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, je nach Gegnerverhalten immer wieder, ist es dann abhängig von unserer Situation, wie wir hier den Spielaufbau gestalten könnten. Ich bin der Meinung, weniger Sinn macht es zu sagen, man nimmt einen Sechser mit rein hier und macht einen Spielaufbau aus einer Dreierkette, weil wir nämlich genau dann immer wieder einen direkten Gegenspieler haben hier vorne und wir es halt dann auch schwerer haben werden, in diese Halbräume reinzukommen, und vor allem haben wir dann auch wieder hier 2 gegen 3 Spieler im Zentrum. So, wenn wir jetzt unsere 2 Sechser hier haben, die so ein bisschen auf Lücke anbieten, haben wir immer wieder nochmal die Möglichkeit, hier mehr in diese Halbräume zu kommen mit unseren 2 Innenverteidigern. Ja. Wie gesagt, immer abhängig vom Gegnerverhalten sind es verschiedene Möglichkeiten, Passmöglichkeiten vorhanden. Man kann jetzt natürlich auch sagen, in unserem 4-2-3-1, dass unsere Dreierkette hier im offensiven Bereich sich so ein bisschen zwischen dem Raum von Mittelfeld und Abwehr befinden sollten, hier so in diesen Zwischenräumen immer wieder lauern sollten, dass dann mal, wenn der Pass hier reinkommt, dass sie sich dann aufdrehen können und das Spiel bestmöglich nach vorne gestalten können. Hier immer wieder im Rücken des Gegners bleiben, hier in diesem Zentrum, immer in diesem Bereich hier sich immer so ein bisschen bewegen, weil da haben wir auch die Möglichkeit, wenn jetzt der Pass hier zum Beispiel reinkommt von Innenverteidiger, dann ist es immer wieder schwierig, auch für diese beiden Spieler, wie verhalten sie sich jetzt? Kommt der mit drauf? Haben wir hier wieder Platz geschaffen, wo unser Außenverteidiger mitlaufen kann? Auch wieder eine Frage, ob das der Fall sein soll, soll der mitlaufen oder nicht? Haben wir da wieder Raum geschaffen, wenn der Innenverteidiger raufkommt? Haben wir hier wieder automatisch in dem Sinne nochmal Raum hier geschaffen, wenn der nicht schnellstmöglich nach innen kommt und der nicht noch rüberkommt, haben wir hier wieder eine Möglichkeit, hier reinzuspielen. Das ist auch immer wieder schwierig zu verteidigen, so eine Situation. Von daher ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich denke, grundsätzlich ist es immer gut zu sagen, schnelles Passspiel, gerade hinten im Abwehrverbund, dass wir da mit 2 Kontakten arbeiten, schnelles Passspiel nach außen, der Gegner verschiebt, wird ja ballorientiert verschieben hier. Und da können wir dann auch wieder Lücken reißen, kommt der Pass wieder zurück, wird da wieder rüber gespielt, ist dann natürlich auch noch immer eine Möglichkeit, wenn der Ball hier drüben ist, dass der Außenverteidiger sich hier nach innen zieht, hier so ein bisschen den Gegner bindet und dass der Flügelspieler, wenn wir einen 1 gegen 1 starken, sehr zweikampfstarken Spieler haben, der offensiv mal 1 gegen 1 immer wieder Gefahr ausüben kann, dass wir dann sagen, der soll sich hier außen anbieten, wird dann vielleicht von hier schon direkt angespielt, oder dass wir dann den nächsten Innenverteidiger und dann hier sofort in diesen Raum reinkommen. Automatisch haben wir hier schon wieder am Flügel dann eine kleine Überzahl geschaffen, weil jetzt kann er ein 1 gegen 1 hier gehen. Der kann entweder diesen Raum hier reinmachen, wird hier eingespielt. Wir können unseren Zehner oder auch unseren Stürmer da dazu auffordern. Da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten. Aber haben dann halt hier nochmal die Situation, dass wir unseren Flügelspieler in eine offene Stellung bringen, der dann hier sofort in den Zweikampf reingehen kann. Grundsätzlich, wie gesagt, ist es immer wieder wichtig, schnelles Passspiel zu haben hier, dass wir hier wirklich die Lücken reißen, weil wenn wir hier jetzt schnell rüberspielen und der Gegner verschiebt wieder, ja, dann haben wir immer wieder so mal Möglichkeiten, auch vielleicht mal hier unseren Sechser hier auf Lücke anzuspielen oder dass der hier reinkommt oder vielleicht auch der hier oder der Zehner kommt, dass wir hier so ein bisschen im Zentrum auch rotieren, dass die 3 Sechser hier auch vor allem, oder die 2 Sechser und der Zehner, dass die auch mal Positionswechsel haben. Da gibt es ja auch immer wieder viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen könnte am besten. Um da Lücken immer wieder ins Zentrum zu reißen, dass wir dann da reinkommen, je nachdem, wie wir es halt haben wollen, ob wir durchs Zentrum kommen oder über außen. Ich denke, wir haben in dieser Formation, in diesem System viele verschiedene Möglichkeiten, da nochmal in diese dritte Zone vorne reinzukommen, um da nochmal Gefahr auszuüben. Okay, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, es waren ein paar gute Ideen dabei. Man kann hier natürlich immer wieder noch weitere Ideen aufzeigen, ist ja ganz klar. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, die nach vorne führen. Ich hoffe, ich habe ein paar Ideen geben können und hoffe auf ein paar Kommentare, vielleicht auch ein paar neue Möglichkeiten von euch aus. Ruhig teilen, lasst uns darüber reden und vielleicht etwas nach vorne schauen, wie können wir weiter nach vorne kommen, was gibt es für andere Möglichkeiten, dass wir da uns immer wieder weiterbilden. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.